Hey Petra. Hallo Kerstin, was tut sich auf der FH? Wir haben heute etwas über die BIA gelernt. BIA? Was war das nochmal? BIA bedeutet bioelektrische Impedanzanalyse. Du weißt schon, es ist eine Methode zur Bestimmung der Körperzusammensetzung. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Aber wie funktioniert das nochmal genau? Das Gerät misst die Impedanz, also den Widerstand des Körpers gegen einen schwachen elektrischen Wechselstrom. Die Impedanz setzt sich zusammen aus den beiden Widerständen Resistance und Reactance. Die Resistance ist der Widerstand des elektrolythaltigen Gesamtkörperwassers und die Reactance ist der Widerstand, der durch die Kondensatoreigenschaften der Körperzellen entsteht. Ich glaube, ich weiß es wieder. Aus dem gemessenen Körperwasser errechnet das Gerät dann die fettfreie Masse und die Fettmasse. Genau, und die fettfreie Masse besteht aus der Körperzellmasse inklusive intrazellulärem Wasser und der extrazellulären Masse inklusive extrazellulärem Wasser. Puh, das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Und wofür verwendet man die BIA nochmal? Um Veränderungen des Körperwassers, des Körperfetts und der Körperzellmasse zu kontrollieren. Sie wird bei mangelernährten Patienten, zum Beispiel in der Onkologie oder Geriatrie, eingesetzt und bei welchen mit Hydrationsstörungen. Außerdem verwendet man sie zur Verlaufskontrolle in der klinischen Ernährung, in der Sportmedizin und im Rahmen einer Gewichtsreduktion. Okay, verstehe. Jetzt wäre interessant zu sehen, wie die BIA in der Praxis durchgeführt wird. Eine Freundin von mir ist Diätologin. Wir können sie fragen, ob wir eine BIA-Messung ausprobieren dürfen. Ja, das wäre super. Danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast und uns eine BIA-Messung zeigst. Gerne. Wir haben ja schon telefonisch besprochen, dass wir eine Messung an dir durchführen, damit ihr das Gerät besser kennenlernt. Genau. Passt, dann legen wir los. Fühlst du dich gesund? Ja, danke, mir geht's gut. Hast du dich auf den heutigen Tag wie besprochen vorbereitet? Ja, ich habe heute noch nichts gegessen und getrunken. Das letzte Mal vor 12 Stunden. Auch die Yogastunde und die Sauna habe ich gestern ausfallen lassen. Und ich habe meine Hände heute nicht eingecremt. Sehr gut. Ich werde nun deine Größe und dein Gewicht bestimmen. Dafür würde ich dich bitten, dass du noch kurz auf die Toilette gehst, damit wir eine standardisierte Messung durchführen können. Die Blase muss ja für die Gewichtsbestimmung entleert sein. Ja, mache ich. So, dann legen wir los. Zieh bitte die Socken aus und leg dich auf die Liege. Hast du einen Herzschrittmacher oder bist du schwanger? Nein, trifft beides nicht zu. Gut, ich werde jetzt die Hautstellen, an denen ich die Elektroden ankleben werde, zuvor mit Desinfektionsmittel entfetten. Die Vorbereitung dauert ein wenig, du musst sowieso etwas liegen bleiben. Wie lange muss man vor der Messung denn liegen bleiben? Idealerweise sollte der Klient mindestens 5 Minuten liegen, damit dieser zur Ruhe kommt und sich seine Körperflüssigkeiten gleichmäßig verteilen können. Ich bringe jetzt die Elektroden an Hände und Füße an. Wo genau werden die Elektroden denn platziert? Ich halte das Handgelenk mit meinen Zeigefinger und Daumen und ziehe gedanklich eine Linie durch den höchsten Punkt des Unterköpfchens der Hand und klebe den proximalen Rand der Elektrode längs dieser Linie auf. Für die Fingerelektrode ziehe ich gedanklich eine Linie durch die Mitte der Grundgelenke von Zeiger und Mittelfinger und klebe den distalen Rand der Elektrode längs dieser Linie auf. Nun halte ich das Fußgelenk mit meinem Zeigefinger und Daumen und ziehe gedanklich eine Linie durch den höchsten Punkt des Außen- und Innenknöchels und klebe den proximalen Rand der Elektrode längs dieser Linie auf. Für die Zehenelektrode ziehe ich gedanklich eine Linie durch die Grundgelenke von zweiter und dritter Zehe und klebe den distalen Rand der Elektrode längs dieser Linie auf. Wichtig ist auch, dass der Abstand zwischen den Elektroden stimmt. Dieser sollte mindestens 3 bis 5 cm betragen. Wir haben im Unterricht ja die Einkanal- und die Vierkanalmessung gelernt. Welche verwendest eigentlich du? Ich verwende die Vierkanalmessung. Dabei hat man 8 Elektroden und es wird der gesamte Körper segmental gemessen. Im Gegensatz dazu hat man bei der Einkanalmessung nur 4 Elektroden und es wird die dominante, meist rechte Körperhälfte gemessen. Können die Elektroden selbst auch zu einem falschen Messergebnis führen? Ja, die Elektroden dürfen nicht zu kühl gelagert werden, wie zum Beispiel im Kühlschrank. Und jede Elektrode darf nur einmal verwendet werden. Elektrodenpackungen müssen wieder verschließbar sein, weil damit man die restlichen Elektroden vor dem Austrocknen schützt. Transport- oder Lagerschäden müssen auch vermieden werden, das kann das Messergebnis verfälschen. Es ist auch wichtig, dass man speziell für die BIA vorgesehene Elektroden verwendet. Ich befestige jetzt noch die Elektrodenklemmen, dann kann es mit der Messung losgehen. Die schwarzen Klemmen werden immer an der Messelektrode beim Gelenk befestigt und die roten Klemmen immer an der Stromimpulseingabeelektrode bei den Fingern bzw. bei den Zehen. Ich kontrolliere jetzt noch, ob du richtig liegst. Worauf muss ich dann achten?
Wichtig ist, dass deine Arme und Beine den Körper nicht berühren. Lege daher bitte deine Arme vom Oberkörper weg und spreize die Beine leicht. Wichtig ist auch, dass du keine Metallgegenstände berührst. Dies würde nämlich zu einem falschen Ergebnis führen. Okay, jetzt messen wir. So, die Messung ist nun beendet. Ich nehme dir die Elektroden und Klemmen wieder ab. Hier ist das Ergebnis deiner Messung. Schauen wir es uns gemeinsam an. Auf dem Ausdruck kann man gut die gemessenen und berechneten Kompartimente erkennen. Wichtig ist auch zu überprüfen, ob die Ergebnisse plausibel, also überhaupt realistisch sind. Eine besondere Bedeutung hat hier der Vektorgraph, auch Nomogramm genannt, der einen Hinweis auf Hydrations- und Ernährungszustand geben kann. Im Vektorgraph werden das Körperwasser und die Körperzellmasse im Vergleich zu einer Referenzpopulation unabhängig von Körpergewicht und Körperfett dargestellt. Werte innerhalb der grünen und blauen Ellipse werden als Normalbefunde interpretiert. Umso mehr Wasser der Körper eingelagert hat, desto weiter unterhalb der Querachse befindet sich der Messpunkt. Umso mehr Körperzellmasse der Körper hat, desto weiter links von der Längsachse liegt der Messpunkt. Sportler zum Beispiel haben einen erhöhten Muskel- und daher auch intrazellulären Wasseranteil. Daher liegt der Messpunkt weiter links von der Längsachse. Bei mangelernährten bzw. onkologischen Patienten zum Beispiel liegt der Messpunkt weit rechts von der Längsachse, meist auch außerhalb des roten Bereiches. Dies gibt einen Hinweis auf massiven Körperzellmasseverlust. Ein Messpunkt unterhalb der Querachse gibt Hinweis auf Überwässerung, meist durch Ödembildung. Der Messpunkt liegt hier nahe der roten Linie, daher besteht Handlungsbedarf. Wow, das ist ja gar nicht so schwierig. Danke fürs Zeigen. Gerne, wenn ihr wieder mal Fragen habt, dann meldet euch einfach bei mir.